Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Geboren um zu sterben Box von Alpagan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Geboren um zu sterben aus dem Jahr 2014. Es ist das fünfte Album von Alpagan. Wir haben hier eine weiße quadratische Box. Oben lesen wir Alpagan. Geboren, um zu sterben. Dann haben wir so einen kleinen Jungen in Windel oder in Unterhose da sitzend. Und da unten links dann noch einen FSK 0 Aufkleber. Das Ganze hier mit Sticker gelöst, gut gemacht. Der uns verraten wird, oder der uns verrät, dass es in dieser Box auch noch eine DVD geben wird. Gut, vom Design her, hier blank weiß, auf der rechten Seite Geboren, um zu sterben zu lesen. Hier oben nochmals Interpret plus Albumtitel und auf der linken Seite wieder Geboren, um zu sterben. Auf der Rückseite haben wir nochmals Albumtitel und Interpret, einen Barcode und die Credits. Ansonsten hier nichts weiter. Der Deckel ist nicht abnehmbar, sondern aufzuklappen. Schauen wir uns gleich an. So. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt. Das Album in der Premium Edition, eine Autogrammkarte und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. So, nachdem das Shirt hier noch eingepackt ist, machen wir das mal raus. So, und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Also wir haben hier ein recht unübliches Cover, so ein Spezial, also nicht Cover, sondern von der Form her, von der Gestaltung ist so ein Spezialcase. Wir haben das Cover wie auch schon auf der Box, allerdings hier mit so blauen Farbübergängen und dem Schriftzug Premium Edition darüber. Auch hier wieder der FSK 0 Aufkleber. Links dieser Balken hier in blau und weiß gehalten. Auf der Seite lesen wir Alpagan, geboren um zu sterben, Major Moves. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 18 Stück an der Zahl, inklusive DVD. Bei diesen 18 Tracks haben wir einige Features dabei. Wir haben Features von Nate57, Dümarok, Kurdo, Yasha, das dürfte wohl, hier ist ein kleiner Fleck, Easy, Mersat Marashi und ich glaube, das war's. Ah, Mustafa Alin. Okay, also 18 Tracks, jede Menge Features, Barcode und Credits auch hier wieder. Ich muss ehrlich sagen, rein von der Gestaltung, ich bevorzuge normale Alben, also Jewel Cases, Super Jewel Cases, Digipacks etc. Ich bin kein großer Fan von diesen riesigen Spezialcases. Gerade auch was das Aufstellen oder das Aufbewahren im Regal betrifft. Aber gut. Hier in dem Fall FSK 0 auf das Booklet aufgedruckt und nicht mit Sticker gelöst. Schade. Auf der Rückseite haben wir hier Alpagan mit Sonnenbrille abgebildet. Und dann kommen wir auch schon zu dem Booklet-Inhalt. Wir haben hier auf der linken Seite einmal Alpagan mit schwarzer Lederjacke und Kappe. Und dann haben wir hier die diversen Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das produziert hat. Und natürlich haben wir dann auch die Features hier vermerkt. Weitere Aufnahmen von Alpa. Eine Doppelseite. Sieht aus wie kurz vor einem Boxkampf. Weitere Aufnahmen des Künstlers und natürlich weitere Tracks. Zum Abschluss haben wir noch die DVD aufgelistet und Credits und Verlagsdaten. Nochmals Alba zum Abschluss. Also, nachdem die Verpackung dieses Case so groß ist, ist auch das Booklet entsprechend groß gehalten vom Format. Und dann haben wir hier einmal die Album-CD, Geboren um zu sterben. So sieht das aus. Und direkt darunter haben wir dann die DVD. Instrumentals hier leider keine mit dabei.
Hier sehen wir im Hintergrund so ein Kreuz oder ja, so diverse Linien und dieser blau-weiße Übergang. So, dann machen wir die DVD und die Album-CD wieder ran. Dann haben wir eine Autogrammkarte, die sieht so aus, Alpagan hier mit roter Yankees-Kappe, Alpa mit schwarzem Stift unterschrieben, Rückseite blankweiß. Dann haben wir noch ein Poster. So, in A3, Alpagan, dieses Foto, das wir schon aus dem Booklet kennen. Wie gesagt, sieht irgendwie wie Vorbereitung auf einen Boxkampf aus. Alpagan, geboren um zu sterben, hier unten. Einseitig bedruckt, im Hochformat das Ganze. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein Shirt. Okay, jetzt dachte ich ganz kurz, hier steht Jesus. Nein, hier steht G-U-Z-S. Also, geboren um zu sterben. In so einem Neongrün, auch wenn es jetzt auf der Kamera, glaube ich, gar nicht so heftig rüberkommt. Aber es ist auf jeden Fall eine grelle, neongrüne Farbe. Das Shirt ansonsten in schwarz gehalten. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Kia Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Hier ganz unten kann man es lesen, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Shirt nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit diesem neongrünen Aufdruck auf der Brust. G-U-Z-S, darunter geboren, um zu sterben. Ansonsten komplett ein schwarzes Shirt. Ja, also rein von der Message, geboren, um zu sterben, ist irgendwie so ein bisschen negativ oder pessimistisch in meinen Augen. Aber dieses G-U-Z-S hat auf jeden Fall was. Und speziell diese Farbkombination, dieses Neongrün auf Schwarz, kommt auf jeden Fall gut zur Geltung. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, die unterschriebene Autogrammkarte und das Album an sich in diesem Spezialcase inklusive DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box, geboren um zu sterben, von Alpagan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alpagan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.